Ananas hat ein Enzym, das Proteine verdaut. Also, wann immer du eine Ananas isst, frisst sie dich zurück. Wissenschaftler, was sind einige beängstigende wissenschaftliche Entdeckungen, von denen die meisten der Öffentlichkeit nichts wissen? Supergonorrhoe ist gegen die überwiegende Mehrheit der starken Antibiotika resistent, einschließlich Fluorquinolone und Makrolide. Gonorrhoe mutiert ständig, um antibiotischen Wirkungen zu widerstehen. Es gab mehrere Berichte über Supergonorrhoe in Australien, England und so weiter. Viele Menschen sind möglicherweise stille Überträger des Rinderwahnsinns und werden es erst in einem weiteren Jahrzehnt oder so erfahren. Der Rinderwahn in den 1980er bis 1990er Jahren war darauf zurückzuführen, dass Kühe mit den Überresten anderer Tiere gefüttert wurden. Die Menschen aßen dann ihr Rindfleisch und konsumierten Prionen, ein Protein, das das menschliche Gehirn zerstören kann. Es wird angenommen, dass viele Menschen immer noch Prionen in sich tragen, es aber nicht wissen, bis sie die Symptome der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder der bovinen Spongiformen-Enzephalopathie bekommen, die 10 bis 50 Jahre nach dem Verzehr des kontaminierten Fleisches auftreten können. Es hat eine lange Inkubationszeit. So können die Prionen auch durch Bluttransfusionen anstecken, weshalb so viele britische Bürger aus dieser Zeit immer noch kein Blut spenden dürfen. Sobald die Symptome beginnen, kognitive Beeinträchtigung, Gedächtnisverlust, Halluzinationen und so weiter, sterben sie normalerweise innerhalb von Monaten. Es gibt keine Heilung oder Behandlung. Die Welt hat im Durchschnitt 70% weniger Insekten als noch vor 40 Jahren. Wir kommen wirklich zu unserem stillen Frühling. Für die Leute, die sagen, dass es weniger Schädlinge gibt, sind das nicht die, um die wir uns Sorgen machen. Insektenbestäuber sind für so viele Nutzpflanzen von entscheidender Bedeutung, dass wir mit bestimmten Nahrungsmitteln bald ernsthafte Probleme bekommen könnten. In den letzten Jahren hatte China Probleme mit Apfel- und Birnenkulturen, so dass einige Regionen die Pflanzen von Hand bestäuben mussten. Außerdem bilden Insekten untere Blöcke vieler Nahrungsnetze, und ihr Verschwinden wird Ärger für höhere trophische Ebenen bedeuten. Künstliche allgemeine Intelligenz, AGI, Artificial General Intelligence. Mit anderen Worten, ein digitaler Computer, der bei allen kognitiven Aufgaben übermenschlich ist. Der Mensch ist durch die Evolution mit einer Art allgemeinem Lernalgorithmus ausgestattet. Dieser läuft in einem sehr langsamen, biologischen Computer mit einer geringen Eingabe-Ausgabegeschwindigkeit, sprechen, Daumen drücken, lesen und so weiter. Sobald wir diesen Algorithmus in Silizium, einen Computerchip, implantieren können, besteht eine gute Chance, dass man in wenigen Tagen oder wenigen Wochen übermenschlich wird. Das würde einem Intelligenzgefälle zwischen dir und einer Stechmücke entsprechen. An diesem Punkt muss es nicht einmal bösartig sein, um die gesamte Menschheit zu vernichten. Wie Max Tegmark es formuliert hat: Das wirkliche Risiko einer künstlichen allgemeinen Intelligenz ist nicht Böswilligkeit, sondern Kompetenz. Eine superintelligente KI wird extrem gut darin sein, ihre Ziele zu erreichen, und wenn diese Ziele nicht mit unseren übereinstimmen, haben wir ein Problem. Die Auswirkungen wären allumfassend. Es würde das ganze Spiel verändern. Und viele führende Experten glauben, dass dies innerhalb der nächsten 10 Jahre geschehen könnte. Erstens, der enorme Übergebrauch von Antibiotika hat zu Superbakterien geführt, die antibiotikaresistent sind. Gleichzeitig hat die Vielfalt der Mikroben im Menschen in den Ländern der ersten Welt drastisch abgenommen. Dies führt zu einem korrelierten Anstieg von Allergien und Magen-Darm-Erkrankungen. Wenn wir mehr Antibiotika und antibakterielle, virale Produkte verwenden, nimmt die Biodiversität der Mikroben ab und Superbakterien haben einen viel einfacheren Weg, in den Körper einzudringen. Mit einem sehr biodiversen Mikrobiom können deine ansässigen Mikroben diese Infektionen viel einfacher abzuwehren. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Bakterien zu helfen und nicht alles zu töten. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich werde mir trotzdem die Zeit nehmen, etwas zu erwähnen, das mir Angst macht, das ich erst vor etwa einem Monat gefunden habe. Und ich denke nicht, dass viele Leute es wissen, es aber wahrscheinlich wissen sollten. In den Jahren 1946 bis 1958 testeten die USA 60 Atomwaffen auf den Marshallinseln und begruben den nuklearen Restmüll unter der Erde in einer 15 Meter tiefen Höhle, die sie mit einer Betonkuppel versiegelte. Die Kuppel knackt jetzt und es dringt Meerwasser ein und die Überraschung ist, dass es sich nicht von selbst reparieren wird. Die Verantwortlichen ignorieren es im Wesentlichen oder sagen, es sei nicht ihr Problem. Stellt euch Tschernobyl vor, aber größer und im Ozean. In Gletschern schlummern uralte Mikroben. Wenn der Klimawandel fortschreitet und diese Gletscher schmelzen, ist es möglich, dass wir alten Krankheiten ausgesetzt sind, gegen die wir keine Immunität haben. Irgendwo auf der Welt wurden zwei KIs eingesetzt, um miteinander zu sprechen.
Ehe sie sich versahen, fingen die beiden KIs an, in einer besseren und effizienteren Sprache miteinander zu sprechen. Aber da die Entwickler nicht wussten, worüber sie sprachen, mussten sie sie abschalten. Ich würde sagen, der Supervulkan unter dem Yellowstone-Nationalpark, der heute buchstäblich ausbrechen und Millionen von Menschen auslöschen könnte. Sein Ausbruch steht schon seit einiger Zeit an, und es wird angenommen, dass der letzte Ausbruch die Eiszeit ausgelöst hat. Der Stern Betelgeuse im Orion steht möglicherweise kurz vor seiner Supernova. Wir wissen, dass er bald zur Supernova wird, das ist astronomisch gesehen, also bald bedeutet es könnte schon morgen oder in 200 Jahren sein. Betelgeuse ist ein veränderlicher Stern, DH. Er wird immer heller oder dunkler, aber gerade ist er dunkler geworden, als wir ihn jemals zuvor gesehen haben. Niemand weiß zu 100%, was da vor sich geht. Wenn Betelgeuse zur Supernova wird, wird es all unseren Satelliten und anderen Dingen gut gehen, der Sonnenwind wird uns schützen. Das Hauptproblem ist, dass wir eine Zeit lang keine Nacht haben werden, vielleicht Wochen, was die Tiere wirklich durcheinander bringen wird. Dass es einen ganzen Planeten in unserem Sonnensystem gibt, den wir nicht finden können. Der einzige Beweis für seine Existenz ist, dass sich bestimmte Himmelskörper auf ihren Bahnen und in ihren Bewegungen unregelmäßig verhalten, und die logische Erklärung dafür ist, dass es da draußen einen anderen Planeten gibt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er auch etwa so groß wie Neptun. Die Sache mit dem Klimawandel ist gleichzeitig übertrieben und untertrieben. Das Leben auf der Erde wird nicht in 10 Jahren enden, kein glaubwürdiger Wissenschaftler hat das je behauptet, aber wir befinden uns mitten in einem ernsthaften Verlust an biologischer Vielfalt und Biomasse, und das sind keine Dinge, die sich schnell oder leicht wiederherstellen lassen. Das Klima verändert sich immer, aber es ist nicht vorgesehen, dass es sich so schnell so stark verändert, und es ist ein sehr kompliziertes System. Die Beziehung der Menschheit zur globalen Ökologie ist grundsätzlich nicht nachhaltig und wird sich im nächsten Jahrhundert radikal verändern, ob wir es wollen oder nicht. Das ist die Bedrohung, der wir gegenüberstehen, nicht mehr und nicht weniger. Nagleria fowleri ist eine Amöbe, die normalerweise in den Sedimenten von Seen lebt und sich von Bakterien ernährt. Wenn ein Schwimmer jedoch zufällig etwas Wasser durch die Nase einatmet, das Amöben enthält, können die Amöben in das Gehirn gelangen. Dies kann zu einer tödlichen Gehirnerkrankung führen, bei der man nach und nach das Gleichgewicht verliert, der Geruchssinn sich verändert, man anfängt zu halluzinieren und Krampfanfälle bekommt. Man kann sich auch anstecken, wenn man nicht steriles Leitungswasser für die Nasendusche verwendet. Ich habe ein paar. Erster Vakuumzerfall. Wissen Sie, wie Batterien absterben, wie ein kaltes Getränk mit der Zeit warm wird oder wie alles, was Sie in Bewegung setzen, irgendwann aufhört? Das liegt an der Entropie. Materie hat nicht gerne viel Energie, sie will immer den niedrigsten möglichen Energiezustand erreichen. Sie wissen schon, das untere Ende der Kurve. Das Universum macht das gerade jetzt, überall. Es gibt die Hypothese, dass unser derzeitiger niedrigstmöglicher Zustand vielleicht gar nicht real ist, sondern nur in der Nähe einer Beule liegt, die in einem noch niedrigeren Zustand enden wird. Und die Teilchen könnten nur einige Quantentunnel davon entfernt sein, diesen Zustand zu erreichen. Aber warum ist das wichtig? Weil es, wenn das jemals passiert, einen Kaskadeneffekt auslösen würde, der sich durch den Raum bewegt und alles zerstört, was er berührt, und es möglicherweise durch neue physikalische Gesetze ersetzt, weil sich die Konstanten ändern würden. Und wir würden es nicht wissen, bis es zu spät ist. Zweitens, Strange Matter, mit einem Effekt, der dem Vakuumzerfall nicht unähnlich ist, diesmal verursacht durch die Kompression von Teilchen im Kern von Neutronensternen bis zu dem Punkt, an dem reguläre Quarks, Up, Down, etc., zu seltsamen Quarks verschmelzen, von denen einige Physiker annehmen, dass sie stabiler sein könnten als reguläre Quarks. Auch hier entsteht eine Kaskade, die alles, was sie berührt, in seltsame Materie verwandelt, deren Eigenschaften wir noch nicht kennen. Drittens, Supernovae und Gammastrahlenausbrüche. Jede Supernova, die näher als 1000 Lichtjahre ist, könnte die Atmosphäre der Erde beschädigen. Gammastrahlenausbrüche sind noch schneller und gefährlicher. Man schätzt, dass es im Umkreis von 1000 Lichtjahren um unser Sonnensystem mehr als 3 Millionen Sterne gibt. Viertens, die Auswirkungen des Menschen auf das Klima. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist bereits überschritten. Wir werden wahrscheinlich nicht aussterben, zumindest nicht dadurch, aber die nächsten Jahrzehnte werden für alle Biome unseres Planeten sehr hart werden. Biologen nennen es das 6. Massenaussterben oder anthropozänes Aussterben, weil wir es verursachen. Die derzeitige Rate des Artensterbens ist bereits 100 bis 1000 Mal höher als normal. Diese Zahl wird sich noch erhöhen, da das Klima immer extremer wird. Fünftens, der Weltraum ist wirklich, wirklich groß.
Es ist schwer, etwas zu finden. Stellare schwarze Löcher sind wirklich klein und können nicht entdeckt werden, wenn sie nicht mit irgendetwas interagieren. Einige Modelle legen nahe, dass sich in unserer Galaxie Zehntausende von schwarzen Löchern verstecken könnten. Sechstens, blaues Eis. So nennt man das gefrorene Abwassermaterial, das während des Fluges aus den Abwassersystemen von Verkehrsflugzeugen austritt. Wenn es herunterfällt, kann es dich töten oder sogar Dächer beschädigen. Man kann also in einem Moment auf der Straße gehen und im nächsten sterben, aufgespießt von gefrorener Pisse. Der Nachthimmel ist nur eine Illusion. Wenn du zu den Sternen hinaufschaust, könnte dieser Stern 80 Millionen Lichtjahre entfernt sein, was bedeutet, dass das Licht dieses Sterns 80 Millionen Jahre gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Das bedeutet, dass du auf einen Stern schaust, der 80 Millionen Jahre alt ist und heute nicht mehr existiert. Das wiederum bedeutet, dass der Nachthimmel, den man sieht, ein Nachthimmel von vor Millionen von Jahren ist. Wie würde der Himmel heute aussehen? Es gibt eine Theorie, die besagt, dass, wenn wir etwas erfinden könnten, das schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist, Millionen von Lichtjahren entfernt in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten, man auf die Erde zurückblicken und Dinosaurier auf dem Planeten wandeln sehen könnte. Zeitreisen sind real, wir haben nur nicht die fortschrittliche Technologie dafür. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch dieser Content gefällt, dann lasst ein Like und eine Subscription da und helft dem Kanal zu wachsen.